und herzlich willkommen zurück zu Farmers Dynasty. In der letzten Aufnahmesession, in der letzten Folge waren wir auf Pilzjagd. Ich habe da dieses Sportwettbewerb gemacht und habe mich hier in das Gewächshaus gestellt, was mir als Zeichen dienen sollte, dass ich hier sofort instant die Gewächshausernte starten soll. Ich war, glaube ich, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, noch Setzlinge kaufen, genau, damit wir die Gewächshausernte instant loslegen können, wenn ich jetzt die neue Session beginne. Ja, warte mal, Hofstatistik. Wir sehen, alle Gewächshäuser sind fertig und dementsprechend können wir gleich loslegen. Ich werde das wieder machen wie gehabt, dass ich in jedes Gewächshaus eine andere Sorte pflanze und damit wir dann schleunigstens nächsten 3 Wochen und was weiß ich, 3 Tage schlafen können. Wir haben es bald geschafft. Wir sind im September schon recht nahe. Und damit auch dem letzten Kochbuch. So meine Hoffnung. Ob die sich bestätigt, das werden wir dann sehen. Aber wir arbeiten straight drauf hin. Gegossen ist genug. Heißt, wir brauchen hier nicht mehr den Wassersprüher anschließen. Auf zum zum nächsten Gewächshaus, so rum. Ich habe sehr viele Weihnachtsgrüße bekommen. Vielen Dank, vielen Dank auch dafür. Ich hoffe, ihr habt alle auch schöne Weihnachten verbracht. Ups, sollte vielleicht Kürbisse mitnehmen. Ich hoffe, ihr habt alle auch schöne Weihnachten verbracht. Bei uns ist jetzt erster Feiertag. Es ist recht ruhig hier geworden. Kiddies haben sich mit ihren Sachen, was sie bekommen haben, zurückgezogen. Ehemann macht ein kleines Schläfchen, so wie sich das bei uns für Weihnachten gehört. Bei uns wird das nicht mehr allzu dolle zelebriert. Mit Ruhe, Besinnlichkeit und Zufriedenheit kommen wir ganz gut klar. Des Öfteren kam auch die Frage, wurdet ihr reich beschenkt? Nein, wurden wir nicht. Beziehungsweise die Kinder wurden natürlich reich beschenkt, aber wir Erwachsene halt nicht. Weil wenn wir was brauchen, wir schenken uns das ganze Jahr über. Ist einfach eine Einstellungssache. Wir können uns auch unterm Jahr Freuden bereiten. Da brauchen wir nicht einen bestimmten Feiertag. Wir feiern oder zelebrieren ja auch nicht den Valentinstag oder sonst irgendwelche Sachen. Das schaffen wir ganz gut ohne. Denn wenn wir was wollen, dann sagen wir das klar und dann gucken wir, kriegen wir das hin oder kriegen wir das nicht hin. Da braucht es kein Weihnachten oder sonst irgendwas. Natürlich haben wir mit der Familie zusammengesessen, das Fest der Familie bleibt es trotzdem. Aber, ich bin auch froh, dass es dann auch irgendwann wieder vorbei ist. Wir müssen da nicht das ewig lange, auch das kann man unter dem Jahr machen, dass man sich sagt, man hat sich gern, man kann sich unter dem Jahr besuchen und so weiter. Da braucht es nicht einen Anlass für. Klingt vielleicht für den einen oder anderen hart, der hier wirklich in Weihnachtslaune ist. Was hinzukommt, ist natürlich auch, dass kein Schnee liegt. Es hat hier bei uns geregnet und der Ehemann meinte nur so, jetzt ein paar Grad kälter und wir würden Schnee haben. Ja, Schnee haben wir schon lange keinen mehr gehabt, Weihnachten. Also nicht in dem Ausmaß, wie wir es noch kennengelernt haben als Kinder.
Und ich bin ja nur auch schon ein Ticken älter. Unsere Kinder und Schnee, das ist eher so. Sie kennen es ja, aber nicht so ausgeprägt, wie wir das kennenlernen durften. Ich will da jetzt auch keine Klimadiskussion oder sowas vom Zaun brechen, aber das ist halt das, was der Mensch mit unserer Welt macht. Und da müssen wir alle irgendwie mal mit ran. So, wir sind schon bei Paprika. Das geht hier ruckzuck, wie ihr seht. Im Stream konnten wir auch mal wieder endlich Gewächshaus ernten, nachdem wir unsere Utzenden von Felder fertig bekommen haben. Was ich im Stream aber allerdings bemerkt habe, ist, wenn man jetzt die Helfer beauftragt, auf den Feldern zu arbeiten, dann darf man nicht eine Woche lang schlafen, weil der Helfer dann seine Arbeit abbricht. Und das ist natürlich sehr, sehr ärgerlich. Und ich meine wirklich sehr, sehr ärgerlich, vor allen Dingen, wenn er gerade erst angefangen hatte. Da sind noch irgendwo Zucchini gepflanzt. Ach so, hinten wahrscheinlich. Da gibt man dann einen Haufen Geld aus und hat im Endeffekt nichts davon, denn man muss tatsächlich dann auch wieder von vorne, oder der neue Helfer fängt dann auch wieder von vorne an. Und das ist, finde ich, sehr, sehr ärgerlich. So, Gurke. Das finde ich sehr, 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 sehr ärgerlich. Das haben wir in unserem Speedrun-Spielstand halt herausgefunden. Ja, der Speedrun-Spielstand funktioniert auch nicht mehr so, wie er soll. Also wir müssen da uns echt was überlegen, dass wir halt mit der Gewächshausernte weiter unser Geld verdienen. Aber auch das wird nicht so einfach, wenn man die Kochbücher nicht hat. Auch hier habe ich ja nur zwei Kochbücher, genauso wie im Speedrun-Spielstand. Auch dort muss ich noch warten bis September, bis ich das letzte Buch bekomme. Mit Glück hatte ich ja dort auch beide, die ersten beiden bekommen und muss da jetzt auch noch auf das dritte warten. Das ist dann dort die einzige Möglichkeit, ordentlich Geld zu verdienen. So, letztes Gewächshaus einer anderen Art, Chilisamen. Und der Rest wird dann Tomate gepflanzt. Zwei, vier. Oder hatte ich das zwei Tische von jedem, hatte ich gemacht gehabt. Deswegen ist das noch. Ich hatte zwei Tische von jedem gemacht, stimmt. Damit das einigermaßen aufgeteilt ist, ne? Damit das einigermaßen aufgeteilt ist, hatte ich, glaube ich, zwei Tische von jedem gemacht. Genau. Ja, Andrina kramt natürlich wieder so verpeilt, wie sie ist, in ihrem Gedächtnis. Ich glaube, da ist Hopfen und Malz verloren, aber versuchen kann man es ja. Ja, hier haben wir Erdbeeren, hier haben wir Tomaten. Deine Nachbarn scheinen deinen Garten zu mögen, verdiente Sozialpunkte 7. Ach, warte mal. Tomatensetzlinge, genau. Muss gleich mal in mein Inventar gucken, nicht, dass wir da von dem ganzen Zeug nachher schon zu viel im Inventar haben. 1200, das geht noch, das geht noch. Das geht sich aus.
Das geht sich aus. Hoffe ich. Didi. Ich habe einen Weihnachtsgruß bekommen mit einem ganz, 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 ganz tollen Kommentar bezüglich der Schatzsuche. Und ich habe jetzt, bevor ich angefangen habe aufzunehmen, mich nochmal auf Schatzsuche begeben zu der Erklärung, die ich bekommen habe. Aber ich muss euch was gestehen. Ich habe es tatsächlich nicht gebacken bekommen. Ich habe es nicht geschafft. Heißt im Klartext, ich wollte die letzten Schatztruhen finden auf einem separaten Spielstand und habe es nicht geschafft. So leid es mir tut, ich bin einfach für solche Sachen nicht da. Derjenige, ich nenne ihn einfach mal jetzt Opa, weil wenn ich den Namen sage, sage ich ihn verkehrt und das möchte ich nicht. Schrieb mir bei der gelben Kirche. Sofern mir jetzt bekannt, gibt es zwei Kirchen auf unserer Map. Oh, was habe ich denn gemacht? Ach so. Okay. Gibt es zwei Maps auf uns, zwei Kirchen auf unserer Map? Allerdings. Habe ich bei beiden Kirchen es nicht gebacken bekommen. Ich habe es nicht gebacken bekommen. Ich habe geschaut, gemacht, getan. Ich weiß nicht, welches von beiden die gelbe Kirche ist. Ich vermute, dass es die Kirche ist beim Kaffeeshop. Ah, okay, bei beiden Kirchen ist ein Kaffeeshop. Und zwar Norden, Osten, östlich der, östlich auf der Map, also südöstlich. Und die Karte habe ich vermutet, die Kirche, aber ich habe es nicht, ich habe keine Ahnung. Also die Kirche, ob die gelb ist oder nicht, kann ich jetzt tatsächlich wirklich nicht sagen. So, einmal Kürbisse. Didi. Dann haben wir dort Paprika. Ja, schlussendlich, ich habe es versucht, ich habe es nicht gefunden. Ich habe ja überlegt, ob wir nicht nochmal einen Stream machen, wo wir sämtliche Kisten abklappern, die wir da finden können, um nochmal auch diese Errungenschaft freizuschalten. Aber im Stream ist ja auch für mich wichtig, dass wir den anderen Spielstand ein bisschen forcieren können. Gurke. Die Paprika hatten wir, jetzt kommt die Gurke. Dass wir den anderen Spielstand mal forcieren können, denn Ziel ist ja gewesen, dass wir die gesamte Map kaufen können. Das werden wir auf diesem Spielstand hier wahrscheinlich niemals schaffen. Es sei denn, wir kochen jetzt wirklich wie die Irren. Und dann wird das irgendwann mal so werden. Aber momentan sehe ich das nicht. So, letzte Gewächshausgruppe ist die hier an der Stadt. Da huschen wir schnell mal rüber. Ja, kein Kaffee-Intus, ne, Andrina? Kein Kaffee-Intus. Da machen wir doch glattweg mal den Schmidtchen-Schleicher. Da machen wir doch glattweg mal den Schmidtchen-Schleicher. Holen uns wieder die Kürbisse.
Dann die Chilisamen. Und der Rest dürfte dann tatsächlich Tomate sein. Jetzt, wo ich das vor mir sehe, erinnere ich mich natürlich sehr genau, was ich hier gemacht habe. Alles schon darauf ausgelegt, dass wir so schnell wie möglich kochen können, wenn das andere Kochbuch da ist. So. Und der Rest ist Tomate. Humore. Jetzt über die Feiertage ist das natürlich mit dem Aufnehmen ein wenig stressig. Ich hätte unter Umständen, wenn ich jetzt die Zeit nicht gefunden hätte, tatsächlich auch ein, zwei Tage die Folgen ausfallen lassen. Aber da hier gerade ein wenig Ruhe eingekehrt ist, denke ich mir so, ach scheiße, dann nimmst du noch ein bisschen auf. Hab schon ein bisschen Minecraft mit den Kindern aufgenommen. Und heute Abend startet noch ein bisschen Rising World. Und dazwischen habe ich noch ein bisschen Zeit für Farmers Dynasty. Denn die Kiddies wollen nichts mehr wissen von uns. Zumindest zur Zeit ist es so. Wir haben 10:21 Uhr. Die Gewächshausernte ist durch. Wir haben 10:21 Uhr. Ja, wir haben in guten Massen was vorhanden. Da könnten wir eigentlich mal nach Hause springen und mal schauen, was wir noch mal so gekocht bekommen. Wenn unsere Emily nicht gerade wieder am Herd steht. Nein, tut sie nicht. Sie tut uns den Gefallen. Ja, Pilze hatten wir ja während der Pilzjagd genug gefunden. Hier werden wir mal ein bisschen mit den Eiern hantieren. Eierschmortopf. Und nochmal rote Eierschmortopf. Davon haben wir genug. Da können wir ruhig ein bisschen Gas geben. Wir müssen nachher nur aufpassen, dass wir da oben in der Küche, in der Kiste da nicht zu viel Sachen von einer Sorte drin haben. Damals hieß es ja 9.900 Stück von jeder Sorte. So, Honigeis. Wir haben nicht so viel Honig, wie ich gerne hätte. Dann machen wir mal. Boah, drei Honigeis. Da müssen wir leider ein wenig kürzer treten. Drei Honigapfelkuchen. Und natürlich drei Honigpfannkuchen. Dann schlempeln wir mal ganz schnell in die Speisekammer, ob die Emily gekocht hat oder nicht. Ja, so ein bisschen was hat sie ja da gekocht. Die Eier und die Milch nehmen wir auch mit. Tja, wie sieht's eigentlich aus mit dem Würstel für Rex? Da haben wir auch nur noch drei, da sollten wir vielleicht noch mal zu John rüber eilen, aber jetzt bringen wir erstmal unser ganzes Hab und Gut nach oben in unsere berühmte Schatztruhe. Oh, hier haben wir noch ein paar Tomaten liegen tatsächlich. Wir bringen erstmal die Speisen weg. Hier fangen wir damit an, volle Pulle. So, müssen wir mal gucken hier. Der rote Eierschmortopf, da haben wir ganz schön viel hier. Vom orientalischen Eierschmortopf haben wir sehr, sehr viel. Aller Wald, ja, also es geht schon noch. Wir könnten noch mal nein, oh, das ist das, was mich nervt. Jetzt sind da so viele Tomaten verschwunden, die da gar nicht sollten.
Aber das ist doch gemein. Ich habe das nur angeklickt, damit ich das rüberziehen kann. Oh, das ist doch wieder gemein. Jetzt sind uns, weiß ich nicht, wie viele Tomaten flöten gegangen. Aber das finde ich schon wieder echt gemein, ne? Gut, wir schlumpeln rüber zu John. Wir wissen, dass wir oben keine Tomaten mehr reintun können. Und du, James, hast du Futter? Nö, ne? Wo ist unsere Emily? Wahrscheinlich auch wieder abhanden gekommen. Die lässt den Timmy ziemlich oft alleine zu Hause. Muss ich echt mal ein Wörtchen mit ihr reden? So geht das nicht. So, mein Bester, ich brauche Würstel. Gib Schön, Sie her. zu sehen. Kann ich helfen? Lust zu handeln? Klar. Was brauchen Sie? Ja, wir wollen hier El Grande Würstel haben. Und damit haben wir wieder ein bisschen was in der Hinterhand. 9 Stück, das geht. So, wir haben Juni, Juli, August, September. Das ist noch. Oh. Unsere Sachen dauern ja auch noch, bis sie fertig sind. Ich würde vorschlagen, wir machen das gleich, dass wir instant. Instant wieder 3 Wochen am Stück schlafen gehen. Schauen wir noch mal nach Honig, aber ich glaube, das habe ich alles abgecheckt, bevor ich die Session beendet habe. Aber gucken kostet nichts. Äpfel befinden sich zurzeit auch nicht am Baum. Unsere Blümchen sind gegossen. Es ist kein Honig in den Bienenhäusern. Nee, ich glaube, das habe ich abgecheckt beim letzten Mal noch. Halbnass. Naja, mit halbnass weiß ich nicht, ob wir damit leben können. Wir machen da mal ganz nass, damit hier unsere Blümchen hier optimal versorgt sind. Dann werden wir auch noch mal an den anderen Bienenhäusern vorbeischlömpeln. Damit die hier alle optimal versorgt sind. Ja, man sieht hier sehr, sehr gut, dass die Hitbox hier quasi verschoben ist. Da habe ich gepflanzt, da wachsen die Blumen. Also schwierig, wenn man hier den Weg runterfährt und Angst haben muss, dass man auf den Blumen drauf fährt und die zerstört. Das ist nicht so schön. Dann werden wir hier auch noch mal richtig schön Gas geben, damit hier alles gut angefeuchtet ist und unsere Blumen schön wachsen und Nahrung geben für die Bienchen. So. Ja, was soll ich sagen? Die Bienenhäuser haben natürlich auch keinen Honig. Ich glaube, da habe ich tatsächlich in der letzten Session abgeerntet, sozusagen. Man sieht es sehr schön, dass das immer sehr dunkel wird, wenn man gut gegossen hat. Das sieht alles sehr nass aus, außer da vorne. Sehr nass und sehr nass. Dann müssen wir doch noch mal bei den Apfelbäumen gehen, denn auch da muss ich natürlich gießen. Wenn ich schon alles gieße, dann dort auch. Laufen wir halt mal ein wenig im Kreis.
Hier ist es zum Beispiel sehr gut zu sehen, wo man schon gegossen hat und wo nicht. Di-di-di. Ja, demnächst steht ja dann auch Silvester an und auch da gebe ich keinerlei Garantie dafür, welche Videos kommen und welche nicht. Ich bin über die Feiertage tatsächlich so drauf, dass ich sage, ich stress mich nicht mit dem Kanal, diesmal nicht. Und ich muss nicht dafür sorgen, dass immer alles da ist. Natürlich arbeite ich weiterhin gewissenhaft, aber wenn was nicht geht, dann geht's halt nicht. Ja, sieht gut aus. Alles sehr nass, alles sehr schön gegossen. Haben wir gut hingekriegt. Super duper. So. Ich würde sagen, das war mal eine kurze Folge. In der nächsten Folge werden wir schlafen gehen, denke ich mal. Und uns auf die nächste Gewächshausernte vorbereiten. Einfach mal so viel scheffeln wie geht, damit wir im September so ein bisschen was erreichen können. Und vielleicht haben wir auch da dann irgendwann bald schon mal unsere Million zusammen. Ich glaube es zwar nicht, aber träumen darf man ja. Und wenn ihr mitträumen wollt, dann lasst mir ein Däumchen da. In diesem Sinne, macht's gut, habt eine schöne Zeit. Ciao und bye bye.